Sag mal was. Sag mir was Nettes den Leuten. Stimmt das schon. Also auf ein neues wieder. Zweiter Tag jetzt hier, Beintraining. Lieben wir. Also erster Satz, Kniebeugen. Einer von drei, aber jeder als Dropsatz. Genau, auf geht's. Aber dann einmal nur kurz warte. Find es, oder? Kann ich was dazu sagen? Dropsatz, Stange. Also erstmal 20 Mal Stange, dann 15 Mal keine Stange. Nee, so meine ich das nicht. Ich meine jetzt erst die Stange, dann mit Gewicht und dann nochmal mit mehr Gewicht. Und dann sind wir warm quasi. Und dann geht's richtig los. Drop. Also Hoch-Dropsatz. Jetzt 10 Kilo drauf, links und rechts. Und weiter geht's. Ja, Mann, was soll ich sagen? Wir haben uns jetzt 9 Stunden auf der Arbeit gesehen. 10, sorry, 10 Stunden. Gut, das war der erste Warmachsatz bei mir. So, da seht ihr das Lappentraining vom Johannes. Also ihr müsst natürlich auch alles immer schön mitschreiben, dass ihr auch seht, ob ihr euch steigert oder nicht. Dass ihr einfach seht, dass im Training nichts vorwärts geht. Dass es euch einfach richtig runterzieht. Schaut doch scheiße aus, Schüler. Ich finde, das schaut gut aus. Schaut scheiße aus. Jetzt schaut es richtig beschissen aus. Genau, jetzt schaut es gar nicht so schlecht aus, jetzt wird es beschissen. Jetzt richtig beschissen. Also jetzt legen wir noch ein bisschen was drauf. Ein paar Zehnerscheiben und sowas. Komm. 11. Ja, war doch gut. Purer Spaß macht. Beine ist einfach Hammer. Gibt nichts Schöneres. Also zweiter Satz, Kniebeugen. Jetzt kommt ein wirklicher Dropsatz. Also kein Drop-Aufbausatz, ein Dropsatz. 80, 60, dann 40 und jeden Satz, was geht. Jetzt schauen wir nur kurz im Büchle, was ich das letzte Mal geschafft habe. Schaut euch das an. Das Buch. Der Mann mit dem Buch kommt jetzt. Also hier Front Squat. 11 mal 80, dann 8 mal 60 und 9 mal 40. Das müssen wir toppen. Deswegen schreiben wir das Ganze auf. Und jetzt fahren wir wieder richtig ins Kies. Das wird wieder geschnauft, dass es nicht mehr ärgert wird. Ich hab keinen Bock. Das Lied ist halt auch eine Scheiße, weil ein neues Lied und dann geht's los. Alter, mach mal ruhig hier. Also Philipp, auf geht's. Darfst du jetzt deinen Gürtel an oder anzuziehen, oder?
Kriegen wir es hin. Der ging schon mal leicht dazu. Also sehen wir es da 12 Stück, oder? 4. Komm, komm, komm. Einer geht noch. Komm, Philipp. Einer geht noch. Nee. Philipp. Hör auf mit dem jetzt. Der hat jetzt da fast ein Ei gespielt. Von was denn? Was schnaubst du denn so überhaupt jetzt auf einmal? Was ist denn schon wieder? Jetzt mach das aus. Hast du auf, gerade zu filmen, oder? Ja, ja. Das ist das scheiß Sprudelwasser. Deswegen war ich so schief. Alter. Gut. So, also ich habe mich jetzt ein bisschen erholt. Aber er war nicht schlecht. Aua. Im ersten Satz ging einer mehr. 12 statt 11 mit 80 Kilo. Dann 9 mit 60. Da ging auch einer mehr. Dann nochmal 11 mit 40. Da gingen zwei mehr sogar. Vergiss die zwei Scheiben. Jetzt tun wir mal, jetzt haben wir 80. Da bin ich. Servus. Jetzt haben wir 80 gemacht. So, auf mal 80. Jetzt gehen wir auf 90. Komm, jetzt schauen wir, was mit 90 geht. Man muss doch mal. Nee, lass gut sein. Blamier dich jetzt nicht. Vor, du brichst unter der Stange. Letztes Beintraining, warte, ich schock jetzt nach für euch. Letztes Beintraining mit 85, 6. Na ja, okay, 90 wäre dann schon viel, ja. Machen wir 85, okay. Jetzt wieder der Schwanz einziehen. Ja, es ist halt noch nicht so weit. Schreibt euren Scheiß immer auf. Ganz wichtig, dass ihr auch wirklich seht, dass nichts vorwärts geht. Nee, natürlich geht was vorwärts. Schaut's uns an. Und immer wichtig, Magnesia. Cremt euch die Hände gescheit ein. Also, 7 Stück wären gut. Jetzt auf geht's. Oh. Ja, 7. Katzen und Ratzen Folge 2. Es ist immer wieder schön, wenn man mal wieder zur Luft kommt hier. Also ich muss sagen, wenn man das so dreimal macht, so Dropsatz, da kriegst du auch mehr, das ist auch Cardio, weißt du, weißt du? Scheiße, da, das da ist hast das Beintraining. Mehr Atem einfach. Nee, Beintraining brauchst du nicht gut reden, das ist absolut purer Mist. Ja, oder weißt du, wenn du dreimal hier richtig ins Fies fährst, in einem Satz, dann habt ihr da richtig Ausdauer. Ne? So, Jungs. Da ist er. Weiter geht's mit Kreuzheben. Oder Kreuzverheben. nein, Kreuzheben. Wir machen das schon gescheit. Jetzt haben wir auch wieder einen Drop-Aufbausatz. Ihr wisst es ja mittlerweile, als langjährige Zuschauer. Ich meine, was soll ich sagen? Wir bauen jetzt ein bisschen Gewichten auf. Jetzt tun wir halt statt 40, 70 drauf. Als zweiter Aufwärm-Drop-Aufbausatz. Scheiben sind zu groß, weil sie aus Gummi sind, gell? Wundert euch nicht, ich bin nicht so stark. Jetzt tun wir 100 drauf. Als dritter Aufwärm-Dropsatz. Und Magnesia nicht vergessen. Wenn ihr keine Welle zu geizig für Zughilfen seid, braucht es halt mehr Magnesium. Warm-up beendet, jetzt geht's los. Jetzt kurze Pause und nach der Werbung geht's weiter. So, mal 130 drauf und machen da 5 Stück. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Gewicht, mit ein bisschen auf Krafttraining auch, weißt du? Im Vergleich, was da andere machen, das ist natürlich immer noch sehr wenig, aber mal irgendwann muss man anfangen, weißt du? Ihr müsst so irgendwann mal anfangen. Müsst einfach mal was machen. Auch ich habe mal klein angefangen.
Die Leute haben ja eh schon lange abgeschaltet. Die Leute sind da voll dran, ihr seid so dran jetzt. Wir sind gerade bei der zweiten Übung, ihr könnt jetzt noch nicht heimgehen. Jetzt machen wir fünf Wiederholungen mit 130, dann 160, vielleicht auch 5. Ja, 5 wird viel. Ja, 5 wäre gut. Jetzt schauen wir mal, was wird. Fangen jetzt einfach an. Müsst jetzt ein bisschen mitfiebern. Yay. Nee, Abbruch, Abbruch. Also jetzt sind es 160 Kilo drauf. 160. Nach langer Diskussion, wie viel der Kerl jetzt draufgepackt hat. Kurze Rechenschwierigkeiten, aber jetzt passt es, 160. Jetzt wollen wir versuchen, das fünfmal hochzulupfen. Nicht wir, du wirst es versuchen. Wir sind ein Team, da stehen auch zwei Helis dann draußen. Genau, erstmal was saufen. Das Leitungswasser aus der Turnhalle. Das schiebt die Hand anders an. So, das waren jetzt keine fünfmal. Ja, das waren jetzt keine fünfmal. Es war zu wenig Magnesium vielleicht an der Hand. Mir ist die Hand aufgegangen, scheiße. Jetzt 2,5, knappe 3. Vielleicht doch zu küssen. Jetzt tun wir einfach noch mehr drauf und probieren es nochmal. Das hilft nichts. Ich dokumentiere das jetzt hier gerade eben. 2,5 mal 160 kann man schon zählen lassen. Nee, zweimal. 2,5 mal. Zweimal. Das waren zweimal, hast du es geschafft. Hand ging auf, schreibe ich auch mit dazu. Hast du es dreimal geschafft, ja oder nein? Nein. Hand ging auf, schreibe ich rein. Also nicht mal mit 80 da sitzen und mir das alles nochmal anschauen, was der Kollege hier so gemacht hat. Da weiß er, dass er zu blöd war. Dann weiß ich, dass die Hand aufging. Servus, gell? Also gell, der Akku ist jetzt leer, der erste Akku ist durch, jetzt kommt zweiter Akku rein nach. Ja. 1,5 Stunden Training. Ganz wichtig, auch wie gestern, viel Kohlensäure. Ganz wichtig, damit es euch beim Training auch immer richtig schön hochkommt. Fürs Feeling. Also weiter geht's jetzt hier, 170 Kilo. Zweimal wäre gut. Zweimal wäre so stark. Einmal wäre auch schon gut. Nee, zweimal wäre gut. Nee, kein Stück. Einmal, dann ist Feierabend. Das war schon wieder total schlecht. Und das war jetzt ein Satz, oder wie? Ja, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Jetzt hebst du das blöde Zeug noch fünfmal hoch und gut ist. Jetzt gehen wir nochmal auf 140 rund, dann machen da nochmal einen. Mit 5 oder so. Die Hornhaut geht ja langsam weg. Nee, Gott, nein, bitte. Komm, das schaut euch jetzt an. Nee. Wegschalten. Das ist doch ekelhaft schon wieder. Schön, oder? Das oh, Alter. Jetzt ist es wieder wie neu hier, schaut euch das an. Ja gut, also weiter im Thema. Ich glaube, da müssten es 140 sein. Ja, 6-mal. Gut. Okay, jetzt Beinstrecker und dann Beinbeuger, wenn der Kollege hier mal fertig macht. Meine Beine platzen gleich. Es fühlt sich an, als wären die amputiert. Ja, so könnte man dich schon sehen. Also Jungs und Mädels, wir haben gerade die Diskussion geführt, ob wir 20 Abos knacken. Schwierig. Ja, bei 20 Abos gibt es einen Markus Rühl Thunfisch-Shake. Dahinter sind noch Scheiben. Nicht denken, dass das die einzige ist. Da sind auch noch mal zwei. Vielleicht nicht ganz so groß, aber da sind noch mal zwei. Ey, nee. Nein. Das war ein Spaß. Warte. Das war ein Spaß. Die sind drauf. Ich habe das Beintraining überstanden. Dritte Übung, Beinstrecker. Fangen wir mit 45 Kilo an. Das machen wir dann natürlich einen Aufwärm-Drop-Aufbausatz. Das ist es. Mit 40 Kilo und dann bis auf 75 hoch.
Im Zehnerschritten. Boah, das ist ja schon wieder, also, schaut euch das an. Genau deswegen kann ich den Gürtel jetzt nicht mehr verwenden, weil das ist doch, das ist abartig. Ihr müsst einmal richtig schön neischwitzen. Da freuen sich die anderen. Und da wirklich richtig, fangt langsam an. Wärmt euch gescheit auf. Nicht, dass das Knie noch frisst. Ah, Jungs und Mädels, also erster Aufwärmsatz, also die ersten Aufwärmsätze insgesamt in einem Satz komprimiert, sind jetzt fertig. Der Drop-Aufbausatz, der ist es. Viel Kohlensäure. Du schreist, wenn ich was runter tun soll. Ja. Schon. Ja, und da. Und da. Ja, der erste richtige Dropsatz. Ist schon gut. In der Übung brennt es natürlich, aber danach ist doch eigentlich alles. Danach. Ja. Ja, das sagt, das ist jetzt wieder was Schönes von dem Buch. Das Buch hat mir jetzt gesagt, okay, es ging schon doch jetzt ein bisschen was. Ich bleib jetzt noch einen Satz da und helfe ihm, den Scheißdreck darunter zu machen. So schaut's aus. Dritter Satz Beinstrecker, letzter Satz Beinstrecker, jetzt hauen wir nochmal richtig ins Kies. Machen jetzt einen schönen Dropsatz, damit der Kollege da stirbt drauf. Dann ist er gut. Und dann sind wir doch glücklich. Ja, so ist es. Aber genau das muss es auch. Es muss brennen. Dann tut sich da vielleicht irgendwas irgendwann mal in den Stochenbeinen. Also Leute, ich habe morgen Pause. Bis Donnerstag. Tschüss. Servus. Jetzt bauen wir das Gerät kurz um auf Beinbeuger. Also Beinbeuger einmal reinschieben. Dann hier entwaffnen, entsperren. Scharf stellen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und hier wieder hoch. Das ist es. Das kannst du euch da zerlegen. Auch wieder übrigens der erste Dropsatz, Aufbausatz, genau. Also, zweiter Dropsatz, jetzt geht's nochmal richtig los. Diesmal Dropsatz nicht, Drop-Aufbausatz, Dropsatz. Genau, Dropsatz heißt übrigens, wenn ihr das nicht verstanden habt, das Gewicht weniger wird. Von Satz, dann gleich kurz weg, Gewicht und wieder weniger. Und nochmal
nochmal. Das ist ein Dropsatz. Also auf geht's. Jetzt Gewicht runter und nochmal. Also wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nochmal. Da brennt es hinten rein, das ist super. Am Anfang schön schwer, dass ihr das Schwere drin habt. Und bei den letzten Dropsätzen ist es natürlich leichter und da könnt ihr nochmal richtig schön in den Muskel reinziehen. Ich finde es gut. Also, letzter Satz Beinbeuger. Nochmal natürlich wieder ein Dropsatz. Wer hätte es gedacht? Gehen wir auf 65 und fahren nochmal richtig ein. Einer geht noch, komm, einer geht noch. Ja gut, Beinbeuger, Stoch. Jetzt noch ein bisschen Waden heben im Stehen. Schau ganz gut. Servus, hier bin ich. Nehmt euch jetzt hier so eine schöne Kettlebell, Scheißklumpter. Schaut euch an die Kante. Haltet euch fest, weil ihr sonst zu blöd seid und umfällt. Ihr fallt um. Dann bam. Ja, bis es nochmal hoch geht, dann ist gut. Und ganz wichtig, ganz schön strecken das Ding, ganz hoch, was geht. Dann brennt es rein, dann ist gut. Ja, da vorne jetzt nur 4 Sätze und dann ist Feierabend. Einen müssen wir noch. Letzter Satz, Waden heben und damit ist dann auch das Beintraining beendet. Dann haben wir es geschafft. Okay, das war's. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Nur so ein bisschen. Wer jetzt noch dran ist, ist natürlich krass und nicht vorgespult hat. Ja, das war das Beintraining von heute. Macht es mal nach, schaut, was bei euch rauskommt, was bei euren Streckenbeinen, was da so geht. Okay, haut's rein, ciao.